Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wo wir urplötzlich übrigens ein Kind sind, man nebenbei. Ich bin ein bisschen, ich war ganz ehrlich, ich war ein bisschen durch den Wind. Also erstmal erfahren wir, dass wir ein Templer sind. Im nächsten Augenblick erfahren wir, dass wir ein Kind spielen, zu englischen Children. We play our children, as our children, so, wahrscheinlich, besser gesagt. Und dann werden wir von denen, die uns damals treu waren, also unserem, ja, anderen Assassinenartigen, angegriffen und ich weiß halt nicht, was hier eigentlich abgeht. Ich bin total verwirrt. Wir haben halt, sind jetzt hier, ich dachte, das ist jetzt nur Verstecken, sondern dann wieder zurück. Ich habe ein bisschen privat mal gespielt, muss ich ja ganz klar sagen. Ich habe mal ganz flott einen Spielstand erstellt, habe den wieder gelöscht. Einfach mal zu gucken, was da ist. Oh, das hat mir auch lange gedauert. Aber hier werde ich definitiv das so machen, falls eine Aufnahme fehlschlägt, einfach nur das schildern, was da schlussend passiert ist oder irgendwie in irgendeiner Form mir Videomaterial zusammenfischen. Natürlich mit Anfrage. So, jetzt erstmal gucken, was hier los ist. Außer festzustellen, dass wieder unser Dorf brennt, aber... Na gut. Zombie wollte ich gerade sagen, aber ist ja kein Zombie. Nur... Ja... Da sieht man mal wieder, warum unsere Häuser heutzutage aus Stein sind und warum leider aus, muss ich sagen, achso, in der Runde ist was anderes, man, ach, hätte ich mal nach oben geguckt, verdammt. An sowas denkt man halt nicht, ne? Ich spam die Taste wie irre, ne? Und es passiert einfach nichts, Leute. Kann das überhaupt... Meine Frage, ist das gescriptet, dass das nichts wird, oder... Okay, wir sind anscheinend ein Kind, was unsere Mutter verliert. Was die eigene Mutter verliert, so wollte ich sagen, Entschuldigung. Falls jetzt Sprachverwirrung besteht. Ja, Neun Jahre später. Du kommst zu spät, tut mir leid. Bist du bereit? Ich synchronisiere jetzt mal eben schnell nach, Entschuldigung. Eigentlich hätte ich gleich mitlesen müssen. Nee, aber 9 Jahre später, okay. So. Komm, wir haben zu tun. Dieser hat uns gebeten, ja, für heute Nacht zu besorgen. Wir fangen mit den Federn an. Von da oben können wir das Gebiet nach ein Vogel ausschalten. Okay, keine Ahnung. Ich habe halt so gut wie möglich versucht, das so schlimm. Ah, okay, die Baumrinde, daher sehr rutschig, ist einfach abgeschnitten da an der Stelle. Nur um da halt sich hinstellen zu können. Schlau von ihnen. Ich
Segun ino tumne. Ha, ne tizaha akta da hone no haje. Te do un zohun jok na e de waire. Doga yaho tena ta e de waire. Doga yaho ta e de waderio. To arde na zawa. Oh, ich vergesse mal laut zu sein. Genug davon. Ich dachte, du wolltest das Klettern beibringen. Gut. Da ein Adler. Da Adler nicht vor. Tut mir leid. Hau ingeni dogas ki doga an deni gweni toya yedenewe ne dosa ya yedini rada ne ne umzage. Ich hab mal so, lest es euch selber durch. Seid so nett, ich. Wadiri an da zirraksa ne giga. Ich bin zwar relativ schnell, was Lesen anbetrifft manchmal. Aber so schnell bin ich nun auch wieder nicht. Oh Gott, oh Gott. Okay, für manches müssen wir Shift und Leertaste halten und für manches müssen wir... Oh! Ja. Das machen wir direkt nochmal. Letter Checkpoint laden. Also für manches müssen wir Leertaste und Shift und Leertaste halten und für manches müssen wir Leertaste mal auch loslassen. Am besten schon so eine halbe Sekunde vorher, bevor wir das eigentliche machen. Ja, alles vor. Ja. Und schon wieder. Warum ist er da nicht gesprungen? Okay, wir versuchen es ein letztes Mal noch, Leute. Ich bin zwar kein Perfektionist, aber selbst so eine simple Sache, wo er halt einfach springen könnte, da möchte ich das zumindest haben, dass er das auch bitte vollführt. Wir müssen ihn echt retten. Also ich dachte gerade, hey, was ist los? Warum ist irgendwie das Ziel hinter mir? Ah Mann, das ist ja mehr oder weniger schon peinlich. Und sowas schimpft sich mehr oder minder Indianer, ne? Aber ich meine jetzt ihn, der da ins Wasser gefallen ist. So sie won dole. Und mir auf die Isere Sache ist das Satz begegnet, aber ja, ich hasse das für mich. Nix sie auch ne Jahre, ne du gott Jada, ne du noch gehe. Aber hoja, was sie nach Brunnen und Akta, das kommt sehr. Okay, er macht sich Sorgen, dass er zu hoch ist und der andere meint dann halt so, ja, wenn man sich verbessern will, ne? Man halt auch Risiken eingehen, mehr oder minder, ne? Also so verstehe ich das gerade. Und mal ganz kurz und knackig erklärt haben für euch da draußen, die mich vielleicht nicht sonst verstehen würden. Beziehungsweise die dann nicht verstehen würden.
Puh. Ich weiß nicht, ob das hier so gewollt ist. Ah, ist gewollt. Um halt hier hochzukommen. Alles klar. Huch. Wie gesagt, also bei manchen Stellen erschrecke ich mich selber mal ein bisschen. Nicht wundern dann. Bitte, danke. So, und wie gesagt, ich bin zwar kein Perfektionist, aber das meine ich so, dass man das hinkriegt. Ja. Ist doch in Ordnung. Gescriptet, das habe ich sogar gesehen. Na hoda, wa ka ni gurruni. Yatte wa kwenyo agwego yange ni haraunge. Ga a ga der harde zinyora agwego an seroroge. Ga du ga isere yatte ga yeri zinigo yange ni ya. Okay. Tont mur harige. Wa ka ga den an otta. Drei weitere Vogelfedern. Ach so, wir sollen... Ja. Wir sollen natürlich jetzt nach unserem Triumph natürlich noch weitere Federn sammeln. Ist ja klar. Wer es nicht wusste, Vogelfedern waren damals, ja, wichtig. Zitat Pfeile. Nee, keine Ahnung. Also klar, natürlich, ich mag wohl recht haben. Wohl oder übel. Aber natürlich jetzt nicht, dass es jetzt nur für Pfeile war. Es war natürlich auch viel für, ja, wie soll man es nennen? Kostüme, wollte ich gerade sagen. Es gibt ja viele Sachen, wofür das verwendet worden ist im Nachhinein. Am Ende ist es eigentlich relativ wurscht, wofür. Hauptsache, es hat einen Zweck. Und man muss dafür kein Tier unnötig, ja, leiden lassen. Mal ganz ehrlich, ich bin etwas fasziniert über diese Musik. Ich höre wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack, aber ich feiere die ein bisschen. Wir haben ja kein Zeitlimit, also hoffe ich. So. So, da wir nach da umgehen. Okay, Mission starten. Ja, sehr gut, ihr dumm Zom, mein Tini, war der Rolo geht dann noch gar nicht. Aber ja, no wonder, der Gott der Rotzraweon. Dann hat das jetzt hier so die Wagarezo. Und Gurihunio, dann adapta, also Kodina Gerenio, Ton, die Jadora. Übrigens hoffe ich, dass euch der Norde am Tayo, was der Jotquenius, ja, kann hey, ja, der Norde, ne, Giga, der Ham Tanega. Ich hoffe, dass euch der Age of Empires Part heute gefallen hat und auch der Memoria Part, auch wenn ich da nicht viel geschafft habe bei Memoria, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber kommt, es ist halt relativ sehr knifflig, was da jetzt verlangt wird. Und ich muss ehrlich sagen, was wollte ich gerade sagen? Also ich muss ehrlich sagen, es ist halt ziemlich. Stell dich ruhig in meine. Da den Akdotas und das Sade Sanuni. Sogar an der Sadowat. Es ist halt richtig schwer nachzudenken, wenn man gerade auch noch gleichzeitig moderiert. Mehr oder minder. So, So.
ne ga imskar harda. Halte R und dann Falle. Ah, okay. Hauki Oya Zijat Gard Harda. Gan Tozat Gard Harda. Gan Ganiat. Du Janere, Hau Jadanyanda ne Zaha Gario Dawana ye Deniena, Tinigari was you can eat harder. Analysieren. To idwes, so det sanios ni za ana. Ja, kayagwire tanu kahure onaya anka daksa te ne kanehu. Neki kas kayada kesnu sake anka te zi anjena. Onak tis kena su a anke. Toga oskenu du ayungenika amadeko. Dapote roro. Oh, ein Rie. Wir müssen wieder auf Bogen extra wechseln erstmal. Was hat er denn für einen komischen Move gemacht? Naja. Kannst du da mal... Ich will das gerne aufheben, geht das? Ne. Wieso kann ich eigentlich den Fall, der hier rumrollt, nicht einfach wieder aufheben? Wäre halt so Logic for the Win, ne? So, Fallen sind natürlich das Optimale, dafür brauchen wir wenigstens keine Pfeile. Noch ein Vorteil ist halt, dass die, ja ich sag mal so, Ressourcen nicht beschädigt werden. Erst beim, ja, eigentlichen Szenario hier. Übrigens hoffe ich, freut ihr euch auf den Binding of Isaac Part. Ja, lasst euch rösten, ich habe einen tierischen Fehler gemacht, unter anderem auch. Und es wird halt richtig hart lustig. Das ist halt so. Ja, Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten. Na gut, wir kehren dann mal in die Richtung zurück. Keine Ahnung, warte mal. So, ein Fuchs. Aber warte mal, ist das nicht der etwas dickere, ist das nicht der quasi mit dem wir Verstecken gespielt hat, auch überlebt dann? Heißt das was? Also... Erstmal Nummer 1 und dann Nummer 2. So. Gesammelt. Darf ich bitte mal den Input haben, was ich machen muss noch? Oder auch halt nicht. Gib mir halt keine Auskunft darüber, was ich machen muss. Hier.
ist halt so richtig praktisch, wenn ich wie kann ich herausfinden, was ich machen muss? Ach so, okay. Mehrere Tierarten, ja, Köder. Ich mache das einfach immer so, dass ich dann hier mehr als ein Tierart jage. Luftattentat, Tier. Oh, warte mal, Luftattentat an ein Tier. Aber was haben wir denn hier? Okay, wir haben nur unsere Axt. Ja, das war natürlich richtig useless. Was wir auch mal machen können, total ist Luftattentat an ein Tier. Hier hoch erstmal. Dann uns Lampen hier rüber hangeln. Und halt gar nichts machen, weil wir halt dumm sind. Ach, wir können uns da, okay. Huch. So. Na toll. Wie ich halt manchmal hoffe, dass es halt einfach funktioniert und dann doch nicht wird. Ach, das ist wieder typisch einer meiner Parts. Wie viel Zeit haben wir noch? Soll ich das jetzt nicht? 2 Minuten noch. Könnte knapp werden. Eventuell kommt im nächsten Part die eigentliche Sache. Ein Luftattentat aus der Luft, ein Luftattentat aus der Luft, ja, logisch ist das aus der Luft dann. Ah, ich bin manchmal echt so, manchmal kann ich mich echt in der Tonne sehen an manchen Tagen. Hat mich das Vieh gerade, ja, lauf halt noch weiter weg. So, ich dachte gerade, mich hat ein Tier verfolgt, aber es war halt so, nee, mach mal nicht. Und wieder geht die Musik los. Wie gesagt, ich feiere die ein bisschen. Bin ich ganz ehrlich zu. Verdammt. Ich hätte noch eine Köderfalle und ich hätte noch, ja gut. Wollte ich jetzt noch einen Kaninchen aufschreiben sollen. Ja gut, hätte ich bestimmt irgendwo gekonnt, aber hey. Nobody's perfect. Wie gesagt, also das perfektioniere ich jetzt nicht großartig. Und das lasse ich hier so bestehen. Erst recht, weil wir nur noch ein paar Sekunden haben. Oder hatten. Ich habe natürlich jetzt nochmal ein bisschen draufgelegt an Zeit. Aber auch nur minimal. Zur Info. Otku. Ja. Ich würde sagen, wir wissen jetzt, was ist. Ja, was die Sache ist. Ich würde sagen, ich mache das jetzt noch ganz schnell. Steht definitiv fest. Aber ich muss... Ah, fuck. Die dürfen halt so kaum fehlen.
Alter! Wie oft soll ich den Kuh drücken? Das machen wir, Alter! Oh Gott! Ja, komm! Logic for the loose! So ein gigantisches Viech und dann nur sowas. Na gut. Gut, was soll ich sagen? Wir haben Bärenfell. Was geht denn ja gerade? Ja, wa? Im Sejachtan, die Ohne. Ja, was ist die Najake und die Inkurayada, denn die Nojera ja eso die Tiena. Nicht sie hat Todeot. Und nie. Lass doch Kawa Hageri Hunya. Okay, also wir sind quasi so sein Lehrer gewesen. Oh, okay, und die Waffen werden automatisch abgelegt. Das finde ich auch cool. Ja, aber ich würde sagen, was hier beim nächsten Mal passiert und ob wir hier weiter als dieser ja, Jugendliche herumspielen, soll erstmal bestehen bleiben als Frage. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Taz. Haut rein und ciao.